Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ja Leute, wir haben heute Tag 35 des Krieges gegen die Takopisten. Ja, so lange geht der Krieg immer noch schon. Und heute gibt's wie versprochen den zweiten Teil unseres Reaction Specials. Denn wir haben heute als Quellen die Fair News, der ORF, dann haben wir das Erste Blatt, dann haben wir der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz MDR, und der Finchka aus Italien. Und die fünf Artikel, die ich mir nicht allein antun kann, sondern euch wieder mit reinziehen werde, gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls ihr es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr darauf raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus am Brückenkanal, als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, für meine Comics dabei geben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und wir fangen mit den fairnews.de an, der den Titel trägt Weltautismustag oder Höhlenurlaub für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Andalusien oder wie es richtig heißen sollte. Höhenurlaub für Menschen im Autismus-Spektrum in Andalusien. Fuck mich dann drum rum. Los geht's. Eigentlich für nächste Woche 3 Minuten, aber wir machen das sowieso länger. Ist ja ein Spezialreaction, ne? Zum Weltautismus-Tag 2023. Los geht's. Erstmals gibt es für Menschen im Autismus-Spektrum im Bereich von Asperger bzw. hochfunktionalen Autismus ein therapeutisch begleitendes Urlaubsangebot. Ach nee. Zum einen redet ihr über Autismus-Spektrum und zum anderen redet ihr nur über Asperger? Ich hab schon mal gesagt, mit Asperger wollen wir heutzutage nichts mehr wissen. Und warum schließt ihr die anderen Autisten aus? Meine Güte. Weiter geht's, komm. Die Psychologin Nicola Pape bietet im September und Oktober 2023 in authentischen andalusischen Höhlen eine Auszeit mit vielfältigen Angeboten und Unterstützung an. Unterbringung in Höhlen. Im Geopark von Granada befindet sich der größte Komplex von Höhlenwohnungen Europas. Hier ist zudem die umfangreichste und längste chronologisch zusammenhängende Fundstätte paläontologischer kontinentaler Wirbeltiere aus dem Quartär Europas. Inmitten wunderschöner Natur erfolgt die Unterbringung in authentischen Höhlen, die liebevoll reformiert wurden. Jeder Teilnehmer bekommt seine eigene Höhle. Habe ich natürlich selber korrigiert. Ihr habt ja geschrieben, seine eigenen Höhle. Das ist mal wieder falsches Deutsch. Weiter geht's. Das Gelände liegt auf einem Plateau und bietet damit eine garantiert reizarme und störungsfreie Umgebung für einen maximalen Erholungswert. Ganz oben gibt es eine Aufsichtsplattform, wo man auf die Sierra Nevada blicken kann und einfach in Ruhe lesen oder nur sein kann. Jede Höhle hat einen eigenen Vorplatz zum draußen sitzen, also ohne SZ natürlich, und es gibt auch Hängematten zu entspannen. Das gesamte Gebäude hat mehrere Rückzugsmöglichkeiten mit Sitzecken und steht ausschließlich der Gruppe zur Verfügung. Es gibt einen Jacuzzi und einen Swimmingpool zur freien Nutzung. Es können 8 bis 10 Personen teilnehmen. Ein Jacuzzi? Oder wie Herbert aus Hausmeister Krause es nennen würde, der Jacuzzi. Weiter geht's. Gestaltung des Urlaubs. Es werden keine Anforderungen gestellt. Jeder Mensch wird so aufgenommen, wie er ist. Es werden verschiedene Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Wanderungen, die direkt beim Gelände beginnen. Es gibt einen kostenlosen Fahrradverleih, um selber und unabhängig in die Stadt und Umgebung fahren zu können. Tägliches Stretching-Yoga, tägliche Achtsamkeitsübungen in Form von Fantasiereisen, autogenem Training, progressiver Muskelentspannung und ähnlichem im Wechsel. Unterstützt wird das Projekt von der Kunsttherapeutin, die lange Jahre Erfahrung im Bereich des Autismus-Spektrums hat. Im Bereich der Kunsttherapie werden Themen wie die Auseinandersetzung mit Ängsten, Stereotypen, Aggressionen und Frust sowie Beziehungsaufbau und Mut zum eigenen Selbst bearbeitet. Der Tagesablauf wird jeden Tag gleich gestaltet und am Anfang in Papierform ausgehändigt, sodass sich jeder daran orientieren kann.
Die Teilnahme an den Angeboten ist stets kostenfrei und inkludiert, es besteht aber keine Teilnahmepflicht. Abgerundet wird das Angebot mit weiteren Angeboten, wie zum Beispiel ein spanischer Abend mit Paella und Gitarrenmusik und Ausflügen in die Umgebung. Die Teilnehmer selbst gestalten ihre Ferienwoche nach ihren Bedürfnissen und bekommen dabei die notwendige Unterstützung. Das Gelände ist barrierefrei und es wird viel Wert auf Eigenständigkeit und maximale Entspannung gelegt. Und nun zu Infos zur Veranstalterin. Die begleitende Psychologin, ebenfalls Asperger diagnostiziert, ist täglich mehrere Stunden anwesend und steht für Einzelgespräche zur Verfügung. Hier können nochmal speziell verschiedene Themen wie Stärken, Schwächen und Probleme im Alltag auf Wunsch besprochen werden. Nicola Papil meint, das Projekt Urlaub für Autistinnen ist ein Herzensprojekt von mir. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig sich Urlaub oder eine Auszeit oftmals gestalten, wenn man besondere Bedürfnisse hat. Ich möchte gerne die Gegebenheiten in Form von Ort und Konzept schaffen, die es ermöglichen, dass Menschen im Autismus-Spektrum eine wirklich schöne und unbeschwerte Zeit verbringen können. Für 2024 ist geplant, das Angebot mit Hilfe eines weiteren Therapeutenteams auf Familien mit Kindern auszuweiten. Hier werden auch speziell Familien im gesamten Autismus-Spektrum-Bereich besprochen. Mehr Informationen über www.urlaubfuerautisten.de. Und jetzt kommen wir zur zweiten Quelle von ORF und der trägt den Titel Weltautismustag oder Es fehlt an Bewusstsein. Oh, Bewusstsein, Bewusstsein, das erinnert mich irgendwie an König Thomas, aber das ist natürlich nicht das Thema. Fangen wir nicht lange drum rum, los geht's. Am Sonntag ist der Welttag des Autismus. Geschätzt 6000 Menschen sind in Kärnten betroffen. Oft wissen Betroffene und ihr Umfeld gar nichts davon. Je früher Förderungen in Anspruch genommen werden, desto besser können Betroffene das Leben meistern. Vielerorts fehle jedoch noch das Bewusstsein dafür. Ja, zwing uns jetzt nicht, dass wir zu König Thomas gehen müssen. Schreibt es hier nicht. Nur weil der Sender Kanal Telemedial ihren Sitz in Wien hat, obwohl hier auf der Internetseite draufsteht kärnten.orf.at, muss das noch lange nicht heißen. Weiter geht's. Oft dauert es viele Jahre, bis bei Betroffenen die Diagnose Autismus gestellt wird. Nicht nur in Österreich. Überall. Weiter geht's. Bis dahin haben sie meist eine Odyssee hinter sich, die auch von Unverständnis der Angehörigen und des sozialen Umfelds geprägt ist. Elke Brunner ist Autistin und bekam ihre Diagnose erst im Alter von 30 Jahren. Jetzt ist sie Beraterin und Trainerin in der Beratungsstelle Mias der Diakonie. Und das Sie habe ich selber noch hinzugefügt, ne? Also, von wegen wir im Autismus-Spektrum können keine Sprachen. Natürlich können wir sprechen. Und zwar deutlich genug. Weiter geht's. Als Betroffene weiß sie, wie es ihren Klienten geht. Man nimmt die Welt anders wahr. Neurotypische Menschen haben quasi einen Filter und können gewisse Reize ausblenden. Menschen im Autismus-Spektrum schaffen das eben nicht und nehmen die Welt viel lauter und chaotischer wahr. Deshalb komme es oft zu völliger Erschöpfung bzw. Ermüdung der Betroffenen, so Brunner. Ja, Ermüdung. Müde werden wir auch von dem ganzen Krieg. Wann hören die Takupisten endlich auf? Sie können nicht gewinnen, aber nö, die checken es nicht. Aber, na gut, wer nicht hören will, muss bekanntlich fühlen, ne? Ist zwar ein dummer Spruch, aber ist Kaffee Latte, Leute. Weiter geht's. Autismus oft erst spät erkannt. Autismus betrifft Frauen und Männer gleichermaßen, obwohl es bei Frauen erst später erkannt wird, da es bei ihnen offenbar noch immer weniger auffällt, wenn sie sich in sich zurückziehen. Obwohl es bei Frauen nicht, obwohl er bei Frauen. Meine Güte, ORF. Gut, dass es jemanden auf YouTube gibt, der halt diese Quellen bei Rechtschreibfehlern noch rechtzeitig selbst korrigieren kann, ohne sich zu wiederholen. Weiter geht's. Bei Männern und Frauen gilt, je früher die Diagnose klar ist, umso eher kann man reagieren, so Brunner. Man kann Förderung beantragen. Je jünger man ist und besser man die Förderung nutzen kann, umso leichter tut man sich im Leben und im Arbeitsbereich. Menschen im Autismus-Spektrum brauchen Struktur und Sicherheit. Sie müssen wissen, was auf sie zukomme. Das könnte auch zur Angstminderung beitragen, so Brunner. Autismus-Spektrum-Störungen.
Okay, jetzt hat ORF das auf die Stelle wieder kaputt gemacht. Es heißt nur Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Früher wurde zwischen frühkindlichem Autismus, bei dem die Sprach- und Intelligenzentwicklung stark verzögert sind, und der leichten Form, dem Asperger-Syndrom, das erst spät erkannt wird, unterschieden. So, jetzt habt ihr die Bücher wieder liegen, ne? Arbeiten hier etwa beim ORF Takupisten? Da mache ich Folgendes. Ihr kommt erstmal in einen LKW. Dann fahren wir in eine Metzgerei. Da werdet ihr geschlachtet. Da werdet ihr zur Wurst verarbeitet. Und dann kommt ihr dann in Beefy Ranger rein. Was haltet ihr davon? Weiter geht's. Seit vergangenem Jahr gibt es keine Unterscheidung bei den Autismus-Subtypen mehr. Damit wurde auch der Begriff Asperger-Syndrom aufgegeben. Der Kinderarzt Hans Asperger gilt wegen seiner Rolle in der NS-Zeit als umstritten. Künftig werden alle Erscheinungsformen des Autismus im Spektrum autistischer Erkrankung zusammengefasst. Erstens mal, mit Hans Asperger wollen wir im Autismus-Spektrum überhaupt nichts zu tun haben. Überhaupt nicht mehr. Und zweitens, hört endlich auf mit den Formen. Ich hab euch Takupisten schon gesagt, zu was ihr dann geformt werdet. In Beefy Ranger. Und drittens, hört auf mit den Erkrankungen. Autismus ist keine Krankheit. Und viertens, es heißt nur Autismus-Spektrum und nicht Autismus-Spektrum-Störungen, wie es hier im Artikel steht. Aber es geht leider noch weiter. Gerade Menschen, die früher dem Spektrum Asperger-Syndrom zugeordnet wurden, sind gut am Arbeitsmarkt zu integrieren. Trotzdem sind 80% von ihnen arbeitslos. Wohl, weil noch immer das Bewusstsein für sie fehlt. Bewusstsein? Wer erwähnt König Thomas? Da kriegt ich totale Stimmung. Weiter geht's. Auch deshalb informiert die Diakonie anlässlich des bevorstehenden Welttages des Autismus am 2. April am Donnerstag bis 15 Uhr am Alten Platz in Klagenfurt darüber. Und ich schätze mal, das wird auch im nächsten Jahr genau um die gleiche Uhrzeit sein. Und jetzt kommen wir zur dritten Quelle vom Ärzteblatt.de mit dem Titel Autismus oder Kritik an langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Frankfurt am Main. Bei der Versorgung von Kindern im Autismus-Spektrum gibt es in Deutschland einen eklatanten Nachholbedarf. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, kurz DGSPJ, anlässlich des Weltautismustages am 2. April betont. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Autismus-Therapiezentren bestehen Wartezeiten von einem Jahr und länger, ehe eine Therapie begonnen werden kann, kritisiert die Fachgesellschaft. Laut DGSPJ gab es in den vergangenen Jahren viele neue Erkenntnisse zu den Autismus-Spektrum-Störungen. Es heißt nur Autismus-Spektrum. Meine Güte, und das kann man doch nicht so ausdenken bzw. stehen lassen. Weiter geht's, komm. Aufgrund von deutlichen Fortschritten in der Diagnostik sei es zum Beispiel möglich, immer häufiger genetische Veränderungen als Ursache von autistischem Verhalten zu identifizieren. Besonders schwer betroffene Kinder könnten heute bereits früh erkannt werden, unterstreichen Heidrun Theis und Volker Mall aus dem Präsidium der Fachgesellschaft. Diese Erkrankungen seien zwar noch nicht ursächlich behandelbar. Gezielte Therapien, die möglichst früh beginnen sollten, könnten jedoch insbesondere durch soziale Interaktion und Fähigkeiten zur Kommunikation verbessern und herausfordernde Verhaltensweisen und Stereotypen reduzieren. Dies scheitere jedoch oftmals daran, dass die Therapiezentren zunehmend keine Kapazitäten mehr hätten. Der wesentliche Grund hierfür ist der personelle Engpass in fast allen medizinischen, psychosozialen und therapeutischen Berufen, der sich auch in den Autismus-Therapiezentren zeigt, heißt es aus der DGSPJ. Die Fachgesellschaft empfiehlt in dieser Situation unter anderem eine bessere Vernetzung zwischen medizinischem und pädagogischem System, bessere Fort- und Weiterbildung im pädagogischen und sonderpädagogischen Bereich, um den Besonderheiten der Betroffenen besser gerecht werden zu können. Darüber hinaus benötigt es einen vermehrten Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften, der sich bislang meist auf körperlich chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche beschränkte. Und jetzt kommen wir hier zu einer Umfrage von Ärzteblatt, die ich natürlich gerne teilnehme für euch. Und warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich euch liebe. Im Gegensatz zu den Medien, die nur Blödsinn zu Thema Autismus schreiben, ne? Das wisst ihr hoffentlich, oder? So, hier die Frage.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer gesundheitlichen Verfassung? Also, ich kann mich nicht beklagen. Cookies zu verwenden. Ja, Cookies wird gerne erlaubt, ne? So, jetzt gebe ich halt nur Dings ein. Und dann Dings. So, ich wollte beinahe was sagen. Also nur 11,3% sind sehr zufrieden mit ihrer gesundheitlichen Verfassung. Eher zufrieden 48,7%, das ist die Mehrheit. Weiß nicht 1,6%. Was sagen eigentlich die Männer? Die Männer sind auch eher zufrieden mit ihrer Gesundheit. Bei 30 bis 39-Jährigen. Doch, über 50%. Und meine Güte. Na gut. Kommen wir nun zur vierten Quelle, der den Titel trägt. Und der kommt vom Mitteldeutscher Rundfunk. Weltautismustag oder reizsam und individuell, wie das Autismuszentrum Chemnitz Betroffenen hilft. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Über Autismus gibt es viele Meinungen und Vorstellungen. In Chemnitz fand an einem Dienstag zum ersten Mal eine Themenwoche Autismus statt, die mit Vorträgen informieren und verschiedene Bereiche wie Schule, Arbeit und Partnerschaft beleuchten will. Organisiert wird das Ganze vom Autismuszentrum Chemnitz, das Betroffenen und Angehörigen jeden Tag unter die Arme greift. Für Menschen im Autismus-Spektrum sind viele verschiedene Reize gleichzeitig oft schwer zu verarbeiten. Ein fester Tagesablauf hilft vielen Betroffenen. 750 Familien sind bereits in Beratung beim Autismuszentrum Chemnitz und der Außenstelle Arneberg-Buchholz und rund 100 Familien stehen noch auf der Warteliste. Und bevor ich weiterlese, Mitteldeutscher Rundfunk. Ich weiß, das ist jetzt nicht MDR-Wissen, aber trotzdem, macht jetzt nichts Falsches zum Thema Autismus. Sonst sage ich am Ende wieder diese drei Wörter. MDR will pissen. Und das wollt ihr sicher nicht von mir wiederholt kriegen, oder? Weiter geht's. Über Autismus kursieren viele Vorurteile. Oft wird sofort an ein sozial unbeholfenes Genie wie aus dem Film Rayman oder eine Person ohne sprachliches Ausdrucksvermögen, der sich den ganzen Tag hin und her wiegt, gedacht. Menschen, die an einer Autismus-Spektrum-Störung leiden, können aber ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen haben. So, MDR. Jetzt habt ihr mich wieder liegen. MDR will pissen. Aber jetzt zur Sache. Es heißt Autismus-Spektrum und nicht Autismus-Spektrum-Störung. Und außerdem, wir leiden nicht an unserem Autismus, sondern an der Umgebung um uns herum. Weiter geht's. Kennst du einen Autisten, dann kennst du einen Autisten, fasst Stefan Bergmann, operativer Geschäftsführer vom Autismuszentrum Chemnitz, zusammen. Alle sind ganz individuell und man kann schwer Dinge benennen, die auf jeden Autisten zutreffen. Und hier sehen wir jetzt ein Bild vom sogenannten Snurselraum des Autismuszentrums. Dort können sich die Betroffenen zurückziehen, wenn ihnen alles zu viel wird. Das Licht kann individuell auf die Bedürfnisse eingestellt werden. Wow. Mit Disco-Kugel. Das hätte ich auch gerne bei mir in der Wohnung stehen, aber naja, Disco-Kugel. Ja, wer weiß, wie viel die kosten. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel eine neue Disco-Kugel kosten könnte. Weiter geht's. Viele Reize sind schwer zu verarbeiten. Trotzdem gäbe es einige Gemeinsamkeiten. Viele können schlecht damit umgehen, wenn viele Reize gleichzeitig auftreten, erzählt Bergmann. Deswegen sei der Raum des Autismuszentrums, in dem die Trainings für soziale Kompetenz stattfinden, auch so reizarm gehalten. Weiße Wände, weiße Möbel, keine Bilder oder Dekogegenstände. Weiße Wände, weiße Möbel, weiße Bücher. Erinnert mich an einer Werbung von Dextro Energy. Also mit dem einen Typen, der mit einer Banane spielt. Mit Essen spielt man nicht. Oder war die Banane etwa auch ein Deko-Gegenstand? Ich glaube ja. Weiter geht's. Menschen im Autismus-Spektrum nehmen Reize viel intensiver wahr als wir, so Bergmann.
und dann ist schnell alles zu viel. Dieses zu viel können Geräusche, Farben, Gerüche, Berührungen, aber zum Beispiel auch ein zu eng und mit kleiner Schrift beschriebenes Aufgabenblatt sein. Auch Schachtelsätze können zur Herausforderung werden. Deswegen ist es wichtig, in kurzen und klaren Sätzen mit Betroffenen zu reden, sagt Bergmann. Außerdem werden Redewendungen von Menschen im Autismus-Spektrum oft wörtlich genommen. Ich arbeite schon 24 Jahre mit Menschen im Autismus-Spektrum und trotzdem passiert es mir noch gelegentlich, dass ich eine Redewendung benutze, erzählt der Geschäftsführer des Autismuszentrums. Als ich Morgenstund hat Gold im Mund gesagt habe, kam dann eben die Aufforderung, den Mund zu öffnen. Und hier zum festen Tagesablauf hilft vielen Betroffenen. Ein fester Tagesablauf und planbare Ereignisse sind für viele Menschen im Autismus-Spektrum laut Bergmann ebenfalls sehr wichtig. Deswegen gibt es bei uns im Zentrum immer einen Wochen- und auch einen Tagesplan, damit sich die Betroffenen darauf einstellen können, erklärt er. Neben Mahlzeiten und einem Spaziergang gibt es auch Angebote wie Basteln oder Musizieren. Rund 0,6 bis 2% der Weltbevölkerung leiden schätzungsweise an Autismus-Spektrum. Erstens mal ist nicht mehr zwischen 0,6 bis 2%, sondern von 2,8% der Weltbevölkerung die Rede. Und zweitens, wir leiden nicht an unserem Autismus, sondern an der Umgebung uns herum. Weiter geht's. Für Chemnitz würde das zwischen rund 1.500 und 5.000 Betroffene bedeuten. Offizielle Fallzahlen gibt es aber nicht. Wir haben in Chemnitz und unserer Außenstelle in Annaberg-Buchholz rund 750 Familien in Beratung, sagt Bergmann. Rund 230 Betroffene seien in einer täglichen Betreuung, während die anderen zum Beispiel nur ein Ferienangebot wahrnehmen würden. Und das Bild kommt ja auch vom letzten Reaction bekannt vor. Hier haben wir zum Beispiel ein altes Logo davon. Zentrum für Menschen mit Autismus. Das war ja der alte Ausdruck dafür. Heute merkt ihr, ist es ganz anders. Hilfe für das autistische Kind. Richtig würde es heißen, Hilfe für das Kind im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Rund 100 Familien auf Warteliste beim Autismuszentrum. Rund 100 Familien stehen aber auch noch auf einer Art Warteliste. Das liegt zum einen daran, dass eine Kostenübernahme bei den zuständigen Ämtern beantragt werden muss, so Bergmann. Zum anderen haben wir einfach nicht genug Personal für die Menge der Anfragen. 85 Mitarbeitende inklusive ehrenamtlicher Helfer gibt es an beiden Standorten. Aber es ist oft eine 1:1 Betreuung und daher braucht es auch viel Personal. Das Zentrum bietet Freizeitbegleitung in der Gruppe oder einzeln, Ferienlager, Sozialkompetenztraining, aber auch Einzelfallhilfe für Schule, Ausbildung und Arbeitsleben. Und auch für die Familien gibt es Unterstützung. Einzelfallhilfe heißt das, MDR. Ihr habt ein L vergessen. Weiter geht's. Am wichtigsten im Umgang mit Menschen im Autismus-Spektrum ist Offenheit, Ehrlichkeit und Direktheit, gibt Bergmann ein paar Tipps. Und auch Transparenz sei ein wichtiges Thema. Wenn ich einen schlechten Tag habe, sollte ich das mitteilen, sagt er. Sonst denkt mein Gegenüber im Autismus-Spektrum wahrscheinlich, dass meine Laune an ihm liegt und ist sehr verunsichert. Weiter geht's. Themenwoche Autismus in Chemnitz. Die Themenwoche Autismus vom 28. März bis 2. April in Zusammenarbeit mit der Stadt Chemnitz lag Bergmann sehr am Herzen. Neben Vorträgen gab es auch eine Lesung, eine Ausstellungseröffnung und eine Filmvorführung. Jeder konnte sich anmelden und kostenfrei teilnehmen. Vor allem erhoffe ich mir, dass man seinen Horizont vielleicht ein Stück erweitert und vielleicht merkt, wie sind Betroffene eingeschränkt und vor allem, welche Potenziale gibt es, sagt Bergmann. Und jetzt kommen wir zur Quelle aus Italien, welches zum Glück auf Deutsch aufgeschrieben wurde. Und der trägt den Titel Weltautismustag. Am 2. April 2023 jährt sich zum 16. Mal der Weltautismustag, ausgerufen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Ja, wie immer. Aber wichtig ist auf jeden Fall der Autistic Pride Day am 18. Juni. Dürfen wir auch nicht vergessen. Der 18. Juni 2023 vormerken, ne? Fuck mich lang drum rum, los geht's. Dieser Tag soll den Fokus auf Menschen im Autismus-Spektrum lenken. Ihre Lebensqualität in der sozialen Interaktion und Kommunikation ist eingeschränkt,
aber auch durch wiederholende und stereotype Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten. Die einzelnen Symptome und deren Ausprägung zeigen sich unterschiedlich. Aus diesem Grunde sind auch die spezifischen Bedürfnisse und der Unterstützungsbedarf unterschiedlich. Zudem können sich beide im Laufe der Zeit verändern. Neue Daten des US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, kurz CDC, weisen darauf hin, dass in den USA vermehrt Autismusdiagnosen gestellt werden. Nimmt man die Altersgruppe von 8 Jahren, so ist ein Kind von 36 betroffen im Jahr 2020. In Italien, laut den Daten der Nationalen Beobachtungsstelle für Störungen des Autismus-Spektrums, ist ein Kind von 77 im Alter von 7 bis 9 Jahren davon betroffen. Jungen viermal so häufig wie Mädchen. Erstens mal. Autismus ist keine Krankheit. Da brauchen wir keine Krankheitskontrolle. Und zweitens. In der Weltbevölkerung ist mittlerweile von 2,8% die Rede. Auch wenn es hier nicht so klar verdeutlicht wurde. Und drittens. In spätestens 10 Jahren wird es so sein, dass es irgendwann 1 zu 1 wird, beziehungsweise 1 zu 1 zu 1. Weiter geht's. In Südtirol verzeichneten wir 2019 650 Personen jeder Altersgruppe mit einer Störung des autistischen Spektrums. Aber Experten vermuten, dass die Fallzahlen ständig ansteigen, so der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs Florian Zerzer. Es handelt sich um Daten, die aufzeigen, dass die Gesundheits- und Sozialpolitik verstärkt gefordert ist, um diese Menschen und ihre Familien zu unterstützen. Ja, die Zahl 650 kam mir auch bekannt vor. Aber ich würde mal im Jahr 2023 mal sagen, dass ihr wieder mal eine Volkszählung machen sollt. Und dann kommen wir auf die richtige Zahl. Und keine Sorge, Leute, wir werden dranbleiben. Weiter geht's. Um dies konkret umzusetzen, wurde im vergangenen Januar Donatella Arancelli, Primarin des landesweiten Dienstes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, zur landesweiten Koordinatorin des Bereichs Autismus ernannt. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, das Dokument Diagnose, Behandlung und Betreuung von Personen mit Störungen im Autismus-Spektrum, landesweiten Plan für die Betreuung im Laufe des Lebens, welches 2019 von der Landesregierung genehmigt wurde, umzusetzen. Hört bitte auf, Autismus mit Störung zu definieren. Meine Güte. Weiter geht's, komm. Um Menschen im Autismus-Spektrum und ihre Familien zu unterstützen, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb bereits seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit zwei Sozialgenossenschaften abgeschlossen. Zum einen mit Autos aus Meran, zum anderen mit der Vereinigung Il Sergio, der Kreis aus Bozen. Die Vereinbarung sieht die Durchführung von erzieherischen, therapeutischen und rehabilitativen Leistungen vor, ebenso ein sogenanntes Parent-Training, also Elterntraining, übersetzt, ne? Am 2. April dieses Jahres feiert Il Sergio der Kreis sein 10-jähriges Bestehen auf Schloss Maretsch in Bozen. Der Vormittag ist für die Fachleute unter anderem des Gesundheitswesens vorbehalten. Ab 12 Uhr war die Veranstaltung für alle Interessierten offen. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Das war der zweite Teil des Reactions-Spezial. Und morgen gibt es die letzten 5 Meldungen zu lesen, falls nichts dazwischen kommt. Was passiert dann? Hauptsache, die Takupisten hören endlich auf mit ihrer sogenannten Verteidigung, weil die können sowieso nicht gewinnen. Aber naja, was machen wir uns so viel Hoffnung? Die lernen es sowieso nicht. Denn die haben sowieso zwei Möglichkeiten. A, die bedingungslose Kapitulation. Oder B, die totale Vernichtung. Ganz einfach. Also Leute, morgen gibt es, wie schon angekündigt, den dritten und letzten Teil des Reactions-Spezial. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!